Aronia, Naturkosmetik, Jens Weißflog, Silke Otto. Eine ganz besondere Mischung, die es im Aronia-Dorf gab. Dort hatte es exklusiv eine Kochshow mit dem Titel Mein Aronia-Lieblingsgericht gegeben. Die gemeinsame Kochshow mit Silke Otto und Jens Weißflog. Die Sitzplätze in dem eher kleinen Zelt waren gut ausgelastet. Auf einer Seite des Zeltes waren Silke Otto und Jens Weißflog in voller Aktion. Eine Küche, dazu lagen das Fleisch eines Galloway-Rindes bereit, sowie in passender Menge die gewaschenen Aronia-Beeren. Unter den geschickten Händen des nicht mehr Schießspringers sollte daraus eine Köstlichkeit entstehen. Ob es gelingt, das werden wir dann sehen, weil ich das wirklich natürlich nicht professionell, sondern auch als Hobby mache. Und wenn, dann nur in Verbindung mit Aronia. Aronia ist quasi die Beere, die Gesundheitsbeere, oder zumindest sagt man ihr viele gesundheitsfördernde Dinge nach. Und wir haben einfach entdeckt, dass man natürlich aus dieser Beere nicht nur Saft und Marmelade oder Konfitüre machen kann, sondern man kann sie auch wunderbar in viele andere Dinge mit hineinmischen, mit einsetzen. Und unter anderem, wir machen sehr gern einen Aronia-Gulasch, weil diese Gerbstoffe, die in der Aronia enthalten sind, die im Gulasch oder das Gulasch einfach unwahrscheinlich schnell mürbe machen, also ein wunderbar weiches Fleisch dann herauskommt. Und das ist wie so ähnlich, wie wenn ich Rotwein mit dazugeben würde, was ja auch viele Köche machen, zum Reh oder zu anderen Fleischarten. Wir machen es mit Aronia-Saft und diese ähnliche Wirkung wie der Rotwein, nämlich durch die Gerbstoffe verwandelt sich das Fleisch dann auch schneller in etwas, was man auch beißen kann. Also wir machen es uns eben heute einfach. Wir machen die Dinge, die wir kennen. Und das ist der Aronia-Gulasch. Also einfach auch, um den Gästen mal zu zeigen, dass die Beere nicht nur im Glas landen muss, sondern sie kann eben auch in größeren Gefäßen wie in einem Topf landen, bis hin, dass man auch Aronia-Brot backen kann, dass diese Säure der Frucht ja auch beim Backen weggeht, dann nicht mehr so herb ist und man eben, wie gesagt, nicht nur die einfache Variante sieht mit Saft und Marmelade, sondern sie ist einfach vielfältig einsetzbar. Und dass man Aronia-Beeren in geschickter Verbindung mit dem Fleisch des Galloway-Rindes nicht nur einfach essen, sondern regelrecht genießen kann, ist uns tatsächlich zu Ohren gekommen. Der ehemalige deutsche Olympiasieger zählt zu den 5 Athleten, die die wichtigsten 4 Wettbewerbe im Skisprung gewonnen haben. Er ist mehrfacher Olympiasieger, Weltmeister, deutscher Meister und mehrfacher Sieger der Vierschanzentournee. Prominente Unterstützung gab es hier vor Ort von der Aronia-Freundin Silke Otto, der erfolgreichsten Rennrodlerin der Welt. Auch sie hat ihre sportliche Laufbahn beendet und widmet sich derzeit beruflichen Belangen. Im Aronia-Dorf hat auch sie etwas gerührt, doch essbare Kreationen schienen hier nicht zu entstehen. Ich koche hier heute nicht, ich mache Naturkosmetik. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd geworden, was mich jetzt auch nach meiner Karriere ein bisschen gefangen hat. Ich bin gelernte pharmazeutisch-technische Assistentin und es liegt mir natürlich, also unwahrscheinlich, es gibt in der Natur unwahrscheinlich viel, was wirklich auch für die Gesundheit, für unseren Körper gut ist, und das versuche ich in der Kosmetik umzusetzen. Mit der Aronia-Beere hat es jetzt erstmal nichts zu tun, wobei die natürlich auch sehr, sehr gesund ist, aber ich suche wirklich mir Kräuter aus der Natur, wie den Spitzwegerich. Ich werde heute hier ein Antimückenspray herstellen, was einfach gegen logischerweise Chemiekeulen auch bestehen kann und aber natürlich für unsere Gesundheit besser ist. Bleibt zu hoffen, dass Silke Otto damit auch so erfolgreich wird wie mit ihren sportlichen Leistungen, von denen sie rückblickend kurz sprach. Ja, das geht relativ fix. Also ich habe 27 Jahre Leistungssport gemacht, habe 2007 aufgehört und habe in meiner schönen Karriere, die ich jederzeit wiederholen würde, wirklich 2 Olympiasiege, 6 Weltmeistertitel, 5 Europameistertitel, 4 Gesamtweltcup-Siege erreichen können, worüber ich natürlich logischerweise stolz bin. Silke Otto widmet sich unter anderem der Herstellung von Naturkosmetik. Gemeinsam mit der Kaffeerösterei Reinhardt aus Burgstedt als Partner hat Silke Otto auf dem 21. Landeserntedankfest ein neues Produkt präsentiert.
Vor Ort mischte sie ein komplett natürliches Mückenabwehrmittel, das nicht nur gut gerochen hat, sondern auch die kleinen Plagegeister fernhält. Nach knapp 40 Minuten durfte gekostet werden. Die Aronia-Beere kann sehr vielseitig zum Kochen eingesetzt werden. Die besondere Beziehung zu diesen Beeren zeigt sich bei Jens Weißflog auch noch anders. Er besitzt die höchstgelegene Aronia-Plantage in Europa, ca. 1100 Meter über dem Meeresspiegel. Ende Oktober findet dort das alljährliche Aronia-Fest statt.